Wenn du Hochzeitsfoto- oder Videograf bist, dann kennst du mit Sicherheit folgendes Szenario. In der Hauptsaison von Hochzeiten bist du wirklich gut aufgestellt, hast sehr viele Aufträge, hast viel zu tun, machst dementsprechend auch sehr viel Umsatz. Aber sobald die Hauptsaison um ist, stehst du ohne Aufträge da, machst keinen Umsatz und musst vielleicht irgendwie wieder in deinen 9-to-5-Job zurückgehen, hast keine Zeit mehr für deine Freunde, für deine Familie, weil du einfach von früh bis spät arbeiten musst in einem Job, der dir vielleicht gar keinen Spaß macht. Ja, und bist einfach ein bisschen verzweifelt und weißt nicht, hey, wie du mit deiner Leidenschaft auch in der Nebensaison als Hochzeitsfoto oder Videograf gutes Geld verdienen kannst. Das Ganze muss aber tatsächlich nicht sein und deswegen zeige ich dir jetzt in diesem Video, wie du als Hochzeitsfoto oder Videograf auch in der Nebensaison mit deiner Leidenschaft der Fotografie oder Videografie gutes Geld verdienen kannst. Und das Stichwort hierbei lautet B2B. Was ist B2B? Das erkläre ich dir jetzt auch mal ganz kurz. Am Ende des Tages, B2B ist einfach nur eine Abkürzung für Business to Business. Das heißt, du als Business bietest anderen Businessen eine Dienstleistung an. Ja, bedeutet, du als Foto- oder Videograf gehst an andere Unternehmen ran. Ja, du hast es bestimmt schon mal gehört, wenn du dich mit der Thematik ein bisschen auseinandergesetzt hast. Aber du gehst an andere Unternehmen und bietest wirklich deine Dienstleistung als Foto- oder Videograf eben an. Und zwar ist es einfach so, Unternehmen da draußen im ganzen deutschsprachigen Raum oder egal, wo du dich auf der Welt befindest, Unternehmen haben immer eins folgender Probleme. Entweder sie haben nicht genug Reichweite und somit zu wenig Sichtbarkeit. Sie haben Probleme, irgendwie neue Mitarbeiter zu gewinnen oder Probleme eben mehr Neukunden zu gewinnen. Und diese drei Faktoren basieren einfach darauf, dass ein Unternehmen wächst. Und genau du, ja, auch du als Hochzeitsfoto oder Videograf kannst diesen Unternehmen mit deiner Arbeit helfen, diese Probleme zu lösen. Und hier muss man auch ganz klar sagen, Unternehmen haben deutlich mehr Budget für Foto- und Videoproduktionen als deine Privatkunden bei Hochzeiten. Soll jetzt nicht heißen, dass du mit Hochzeiten kein gutes Geld verdienen kannst. Das weißt du mit Sicherheit auch. Du kannst pro Hochzeit auch locker easy 2.000, 3.000, 4.000 Euro abrufen. Aber nichtsdestotrotz bist du da den ganzen Tag eingespannt. Du kennst es selber, die Nachbearbeitung braucht extrem viel Zeit. Bei Unternehmen ist es einfach so, da Unternehmen einfach viel mehr Geld zur Verfügung haben, haben sie auch mehr Budget, um deine Arbeit als Foto- oder Videograf eben zu bezahlen. Bedeutet, du hast am Ende des Tages weniger Zeitaufwand als bei Hochzeiten, aber auf der anderen Seite ein höheres Budget, was dir in deine Tasche fließt. Deswegen Aufträge von 3.000, 4.000 Euro aufwärts sind im B2B-Bereich easy machbar. Und ich würde sogar sagen, das ist eher noch so der untere Bereich. Jetzt denkst du dir vielleicht sowas, ja okay, ist ja alles schön und gut, Tobi, aber ich habe noch gar keine Erfahrung in dem Bereich. Wie soll ich das Ganze jetzt umsetzen? Und an der Stelle kann ich dir auch schon sagen, das Ganze ist überhaupt kein Thema. Ich kann dich hier nur empfehlen, hol dir einfach mal 1 bis 2 Testkunden, mit denen du gewisse Sachen umsetzt. Ja, ich erzähle dir gleich, was du da mal umsetzen kannst. Aber am Ende des Tages kennst du es vielleicht von der Hochzeitsbranche. Ja, vielleicht hast du mal ein Style-Shooting gemacht oder an einem Style-Shooting teilgenommen. Du hast irgendwie dein Portfolio aufgebaut, ja, um mit dieser Arbeit eben an potenzielle Kunden rangehen zu können und zu sagen, hey, schau, das kann ich, das können wir bei dir auch machen, wie sieht's aus, möchtest du mit mir zusammenarbeiten? Genau dasselbe kannst du im B2B-Bereich eben auch machen. Deswegen schau dich einfach mal im Internet um, auf Social Media, generell im Internet, guck, was andere Unternehmen machen, was für Recruiting-Videos nutzen die, welche Imagefilme nutzen die, welche Teamfotos, Produktfotos nutzen die und so weiter und orientier dich daran einfach mal und genau das kannst du dann eben mit anderen Unternehmen auch einfach mal umsetzen. Und ich habe ja eben schon dieses Thema Testkunden angesprochen. Jetzt such dir einfach mal über LinkedIn, generell Social Media oder vielleicht einfach Google ein paar Unternehmen aus deiner Gegend raus und ruf die einfach mal an und sei einfach ganz transparent zu denen und sag, hey, du bist Fotovideograf, ja, und möchtest in der Branche irgendwie Fuß fassen und du hast jetzt irgendwie das Angebot, dass du für die einfach mal ein Recruiting-Video produzierst oder vielleicht einfach mal ein paar Teamfotos machst, die das Unternehmen dann wirklich für sich auf ihrer Webseite, Social Media einsetzen kann. Das wäre eine Option, dass du es einfach komplett for free anbietest. Da wirst du auf jeden Fall 1, 2 Testkunden finden. Mit dem kannst du dann eben an andere potenzielle Kunden rangehen. Oder du kannst auch sagen, hey, eigentlich kostet das Ganze bei dir 4.000 Euro, aber du könntest das Video mit denen zusammen produzieren. Wenn denen das gefällt, dann bekommen sie einen super Rabatt und zahlen dafür nur 1.500 Euro. Ja, das heißt, du hast mit deinen ersten Testkunden auch schon wieder Umsatz gemacht. Und nein, du brauchst nicht irgendwie viel mehr Equipment im B2B-Bereich, als du jetzt vielleicht schon hast für deine Hochzeiten, die du machst. Hol dir vielleicht noch irgendwie, wenn du das noch nicht hast, irgendwie eine Softbox auf Amazon für 40 Euro. Und wenn du Videos machen möchtest, vielleicht noch ein Ansteckmikrofon oder so. Ist jetzt auch nicht allzu teuer, gibt es auch schon günstige Varianten für 60, 70 Euro. Und dann bist du wirklich good to go und kannst wirklich schon sehr gute Fotos und Videos eben produzieren im B2B-Bereich. Das heißt, alles, was du eigentlich brauchst, hast du eigentlich eh schon. Und zwar ist es eigentlich nur deine Kamera und deine Kreativität. Wie ich schon gesagt habe, hol dir mal 1, 2 Testkunden, um das umzusetzen, um ein Gespür dafür zu bekommen. Orientier dich daran, was andere Leute machen. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass du jetzt aktiv auf diese Unternehmen zugehst, ja, die in Frage kommen. Egal, ob das jetzt deine ersten 1, 2 Testkunden sind oder wenn du schon
schon deine Testkunden fertig abgewickelt hast, sage ich jetzt mal, und Referenzen hast in dem Bereich. Jetzt musst du wirklich auf Unternehmen aktiv zugehen. Und das kannst du über die verschiedensten Wege machen. Aber ich kann dir ganz klar den Tipp geben, mach das am besten wirklich direkt mit dem Telefon. Das heißt, ruf Unternehmen an, die in Frage kommen würden. Hier hast du nämlich den ganz klaren Vorteil, du bekommst einfach direkt das Feedback. Ist das Ganze relevant für die oder eben nicht? Weil wenn du jetzt zum Beispiel eine E-Mail schickst, auf Social Media eine Nachricht schickst oder so, wirst du zu 99,9% eh keine Antwort auf deine Nachricht bekommen. Und am Telefon, wie gesagt, wenn du das mit der richtigen Strategie machst, ganz wichtig ist es, dass du es mit einer richtigen Strategie machst, einen authentischen Erstkontakt herstellst und so weiter, nicht so ein typischer Verkäufer bist und einfach anrufst und denen irgendwie was pitcht oder so. Wenn du das aber machst, bekommst du einfach ein aktives Feedback und kommst somit eben auch schneller an deine Ziele. Und ja, im Gegensatz zum B2C-Bereich darfst du im B2B-Bereich einfach Unternehmen anrufen und fragen, ob das Ganze relevant für die wäre oder nicht. Deswegen mach dich hier keine Sorgen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, okay, Telefonakquise, hast du keine Lust. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, mit der richtigen Herangehensweise, mit der richtigen Strategie funktioniert Telefonakquise und auch sehr, sehr gut. Ja, das mache ich selber mit meiner eigenen Videoproduktionsfirma. Das Ganze setzen meine Mentoring-Teilnehmer aktiv in die Praxis um. Und wenn dich das ganze Thema interessiert, wie so ein Vertriebsprozess funktioniert im B2B-Bereich, wie man einen authentischen Erstkontakt herstellt, wie man wirklich Telefonakquise macht, um wirklich Kunden zu gewinnen, dann lass es mich gerne mal hier unten in den Kommentaren wissen. Dann kann ich da auch gerne mal ein ausführliches Video hier auf meinem YouTube-Kanal hochladen. Und an der Stelle solltest du jetzt auf jeden Fall mal den allerersten Link in der Videobeschreibung abchecken. Da findest du nämlich ein kostenloses Videotraining von mir, das ich für dich aufgenommen habe, in dem ich dir wirklich ganz genau Schritt für Schritt erkläre, welche Steps du durchlaufen musst, welche Prozesse du bei dir in deinem Business implementieren musst, um wirklich dein Business konstant und planbar aufzubauen. Bedeutet, wie du wirklich konstant und planbar Anfragen von deinen Traumkunden bekommst und eben auch im B2B-Bereich wirklich hochpreisige Kunden abschließen kannst und somit eben auch in der Nebensaison gut aufgestellt bist. Und generell, wenn dich solche Videos zu dem Thema interessieren, wie man sein Business als Foto- oder Videograf aufbaut, Prozesse implementiert, das Ganze skalieren kann, höhere Preise abrufen kann und so weiter, dann lass mir jetzt sehr, sehr gerne einfach mal ein Abo da, dann verpasst du in Zukunft kein kostenloses Video mehr. Und wenn du jetzt noch wissen möchtest, welche Fehler du in deinem Business als Foto- oder Videograf unbedingt vermeiden solltest, dann klick jetzt auf dieses Video.